tropische Muscheln, Schnecken, das alles kann man finden in der Gegend von Kanalburg. Da hat es ein tropisches Meer gegeben, vor 16, 17 Millionen Jahren. Das ist natürlich was Tolles. Da sagen die Leute, da hätte man nicht extra zum Roten Meer fahren müssen auf Urlaub. Da hätte man schwimmen können, direkt vor Städten vielleicht rausschwimmen. Ja, das stimmt schon. Aber ein bisschen gefährlich wäre es schon gewesen, weil hier hat es nicht nur große Haie gegeben, sondern auch Alligatoren. Von diesen Tieren findet man die Zähne und das zeigt, dass diese Tiere so um die 2 bis 3 Meter groß gewesen sind. Also zum Schwimmen war das vielleicht dann doch nicht ganz so ideal.